Okay, Freunde, folgendes. Der letzte Part hat geendet mit dem Auktionshaus. Ich habe aber jetzt... Also, folgendes habe ich gemacht. Ich habe den Spielstand geladen, nachdem ich mit Fifi wieder hier reingekommen bin, vor dem Auktionshaus. Denn ich glaube nämlich, diese benötigte ATE nach der ersten Kartenturnierrunde geht nur dann los, also das mit Freya, wenn man tatsächlich nicht im Auktionshaus war. Noch dazu habe ich gestern gesehen, dieser magische Finger nach den vier Teilen, die man ersteigern kann, ist sowieso nicht aufgetaucht. Ich habe es noch eine Zeit lang probiert, auch mit dem Turbo-Modus. Also bestimmt 15 Auktionen oder so, er ist nie aufgetaucht. Deswegen habe ich ein bisschen nachgeforscht, anscheinend sowieso erst, wenn man das Luftschiff später hat. Deswegen bleib ich weg vom Auktionshaus. Ich hoffe, dass ich in diesem Spielstand auch noch nicht im Auktionshaus war. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass ich den gespeichert habe, nachdem ich mit Fifi hier angekommen bin, wenn ich mich nicht irre. Aber ich weiß es nicht mehr genau, wenn ich ehrlich bin. Aber doch, wir haben Fifi geholt, dann sind wir dahin. Und dann habe ich gespeichert, dann sind wir ins Auktionshaus. Deswegen müsste es eigentlich passen. Dann habe ich noch gestern nach unserem Ausflug diese Nero-Brüder gemacht in Alexandria. Dafür hatte ich ja einen extra Spielstand angelegt. Die Trophäe habe ich jetzt. Aber leck mir die Eier wund. Boah, das war feil. Also selbst mit... Also mit Handyaufnahme und halber Geschwindigkeit, also Zeitlupe ablaufen lassen, extrem schwer. Deswegen habe ich am Ende diese Spielsequenz jede Runde einzeln aufgenommen, so wie ich jetzt diesen Part hier ja auch aufnehme. Und habe dann über den VLC-Player die Geschwindigkeit um 6-fache verlangsamt auf 0,03 oder 0,10 Geschwindigkeit. Je nachdem, was gerade besser gepasst hat, weil es doch ziemlich laggy ist und das ist fast schon Frame für Frame. Und selbst dann ist es schon wirklich, also ab 6 wird schon happig, weil, naja, der teleportiert sich quasi Frame für Frame teilweise und man muss wirklich aufpassen, wie man ihm folgt. Es ist nicht eine flüssige Bewegung, sondern er ist halt alt, weißt du? Die haben ihn einfach Frame für Frame durchmanövriert, durchteleportiert. War schon happig, aber ich habe es geschafft, die Trophäe ist unser. Aber knackig, Leute, wirklich knackig. Also wenn ihr das machen wollt, benutzt den VLC-Player, nehmt jede Runde einzeln als Spielsequenz auf. Ich finde, halbe Geschwindigkeit ab Stufe 7 reicht auch schon nicht mehr aus. Also schon sehr schwer. Also wirklich krass, diese Trophäe, Respekt an die das ohne schaffen. Ich habe nachgelesen, ich habe keinen gefunden, der es ohne Hilfsmittel geschafft hat. Aber gut. Wir wollen jetzt mal die Story vorantreiben, aber nur ein bisschen. Und zwar müssen wir die erste Runde des Kartenturniers spielen. Noch ist es nicht zu spät, tragt euch einfach in die Turnierliste ein. Wie jeder Deck gegen den Champion antritt, der zwei Siege für sich verbuchen kann. Besiegt ihr den Champion, so erwartet euch ein luxuriöser Preis. Das ist irgend so ein Ring, glaube ich. Ein 1000 Sasser von einem 1000 Sasser. Nicht doch so ein 1000 Sasser? Das wisst ihr nicht. Wenn ich es euch verrate, dann verschlägt euch die Sprache. Verdammt, wer ist denn nun der Champion? Naja, also eigentlich ist es... Tuschel, tuschel. Ja, ist denn das die Possibility? Ein süßes junges Mädel und noch dazu in Matrosenuniform? Gegen die muss ich einfach spielen. Genau, genau. Tragt euch also am besten gleich in die Liste an. Geht klar, Digga. Ich bin dabei. Auf meinem Weg ins Finale mache ich jeden Platt. Schön. Nachdem ihr nun offiziell angemeldet seid, tretet bitte durch die Tür da ins Stadion ein. Und bekommt dann automatisch euren ersten Gegner zugewiesen. Okay. Den ersten Gegner machen wir jetzt auch. Burp. Runde 1, Dachbodenluke. Alles klar. Ach, Dachbodenluke, nicht Luke. So, ihr seht, ich habe ein paar neue Karten bekommen. Einfach nur durchs Trainieren und so. Also, da ist gut was dabei mittlerweile. Hier unten zum Beispiel. Wo ist es denn? Der ist eigentlich ganz gut. Shiva. Und Ramu. Aber Ramu hat leider nur 2. Der ist nice, oder? Ist der nicht nice? Oh, wir nehmen den. Den. Guck bloß. War da nicht mal nochmal so eine mächtige Karte dabei? Nee. Und Shiva Lever.
So, ich bin gespannt. Ich muss natürlich anfangen, selbstverständlich. Alles andere wäre ja auch Käsebrot. So, du gehst dahin. Ah! Er hat's probiert und ist gleich voll geschädert. Nee. Ich überlege. Oh. Er hat's probiert und hat's diesmal geschafft. Aber nichtsdestotrotz werde ich diese Karte wiederholen. Oder auch nicht. Ich verliere einfach mal. Das kann man natürlich auch machen. Jetzt muss ich kurz überlegen. So rum. Ja, sicher! Genau, unentschieden. Gott sei Dank. Partie wird wiederholt. Den nehme ich wieder mit. Der sowieso. Ah, 4M. Schon stark. Aber die Pfeile sind halt shit. Ja, doch. Komm. Weil ich die Pfeile brauche, deswegen geht die mit. Da oben also rein, aha. Das kriege ich, glaube ich, so hin. Jawohl. Nein, das war jetzt doof, aber okay. Optimal. Ja, doch. Ah, Kacke. Ja, hier. Und zum Finale. So, gewonnen. Sehr gute Kerberos-Karte. Nice. Glückwunsch zu eurem Sieg in Runde 1. Seid ihr bereit für Round 2. Tretet ein und es geht sofort los. Aktives Time-Event. In Gedanken an alte Zeiten. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Genau. Das ist nämlich das, wenn ich da kurz gucke. Die würde mich wirklich interessieren. Diese Entscheidung muss ich nehmen. Deswegen darf man nicht beim Auktionshaus sein. Nanu, was machst du denn hier, Mahagon? Ich entdecke ja ganz neue Seiten an dir. So friedlich das Wasser zu beobachten. Bist du vielleicht doch ein Schöngeist? Eigentlich hielt ich dich ja nicht für so eine Dummschwätzerin. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Du hast recht. Vielleicht färbt seine Gesellschaft ein wenig auf mich ab. Wer weiß. Du meinst Sinedine aus dem Sinedaneland? Übrigens, hast du gefunden, was du gesucht hast? Naja, ich suche ja eigentlich nach Informationen. Informationen über diesen Kuya. Die Leute munkeln, der Besitzer dieses Auktionshauses hier, Baron King, könnte in Wahrheit Kuya sein. Zumindest erzählen viele, sie hätten hier schon mal jemanden gesehen, auf den Kuyas Beschreibung durchaus passen würde. Aber ob das nun der Baron ist oder nicht? Tja, wer weiß das schon? Weißt du vielleicht etwas, mein Bester? Vielleicht. Aha. Nun, ich denke, ich werde als nächstes den Auktionator befragen. Wenn jemand genaueres über Baron Kings wahre Identität weiß, dann wohl er. Mach das. Übrigens, wie steht es eigentlich mit dir? Ich werde das Gefühl nicht los, du kennst dich in Dreno bestens aus. Bist du letzten Endes vielleicht auch auf der Suche nach etwas, mein Bester? Auf der Suche nach etwas? Wonach könnte ein einfacher Leibwächter wie ich schon auf der Suche sein? Leibwächter? War ein ziemlich langweiliger Job. Bis er eines Tages auftauchte jedenfalls. Fragezeichen, Fragezeichen. Ich glaube, ich rede heute ein wenig zu viel. Warte doch bitte. Du bist nicht nur eine Dummschwätzerin. Nein, du schnüffelst also auch noch gerne in andere Leute Vergangenheit rum.
Muss ich kurz gucken, die würde mich wirklich interessieren, muss ich auswählen, gell? Genau. Deine Vergangenheit würde mich wirklich interessieren. Erzählst du sie mir? Punkt, 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 Punkt. So, jetzt muss ich kurz gucken. Marco, das ist ja das ATE nur ausgelöst, wenn man mit Freya die richtige Wahl getroffen hat. Zudem darf man nicht rund der zweite Turnier spielen, bis man das ATE erhalten hat und vorher auch nicht in die Nähe des Auktionshauses gehen. Okay. Das heißt, wir laufen hier jetzt in den nächsten Bildschirm und hoffen, dass das ATE einfach kommt. Ding! Nur des Lebens wegen. Sehr schön. Genau hier war es, als ich ihn das erste Mal traf. Von wem redest du? Von Zidane. Du kennst ihn also schon von früher? Ja, er scheint sich jedoch nicht mehr an mich zu erinnern. Das war zu der Zeit, als ich hier als Leibwächter arbeitete. Ich nahm es mit jedem auf, ganz egal ob Schläger, ganz egal ob Dieb. An mir kam keiner vorbei. Hilfe, ein Dieb! War ja wieder das reinste Kinderspiel. Oh. Wer bist du denn? Sieht ja fast so aus, als wäre endlich mal ein interessanter Gegner aufgetaucht. Ach so, du musst wohl dieser neue Leibwächter von Baron King sein, von dem in letzter Zeit alle sprechen. Was die Leute über mich erzählen, weiß ich nicht. Aber bisher hat sich gegen mich jedenfalls noch keiner auch nur eine Minute auf den Beinen halten können. Nun, ob du da wohl eine Ausnahme bist? Was denn? Du bist ja doch nur ein primitiver Schläger. Was war das gerade? Na, mit dir werde ich wohl nicht allzu viel Mühe haben. In weniger als einer Minute habe ich dich geschlagen, wetten? Wenn du meinst, dann, na, dann zeig mal, was du drauf hast. Wo ist der elende Dieb hin? Na, dann pass mal auf. Fasel nicht, greif endlich an. Wozu? Der Kampf ist doch schon entschieden. Was? Hilfe! Ich komme mir gerade um die Ecke gebogen, da flog plötzlich die Tür da hinten auf und dieser Kerl kam wie ein Irrer rausgestürzt. Ich dachte mir, das könnte vielleicht ein Dieb oder sowas sein und ich wollte ihn mir aus der Nähe ansehen, da fängt er plötzlich an, auf mich einzudreschen. Aber das ist doch der Leibwächter des Barons. Na, umso schlimmer, sieh ihn dir doch mal an. Sieht so etwa jemand aus, der sich von einem Baron anstellen lässt, um dann friedlich seinen Job nachzugehen? Nun ja, ich habe dem ja eigentlich von Anfang an nicht so ganz über den Weg getraut. Ich gehe Verstärkung holen, haltet ihr ihn derweil in Schach? Einen Tipp gebe ich dir, schreibe ihn dir gut hinter die Ohren. Der wirklich Starke verbirgt seine Stärke. Oder um es noch mehr auf den Punkt zu bringen, ein kluger Gryphon, wie ging der Spruch doch gleich? Verbirgt seine Klauen, oder so ähnlich. Du sagst es, also in diesem Sinne, für Gott, schön stehen bleiben, Freundchen. Langweil mich nicht. Hey, keine Bewegung, der geht halt einfach weg. Ist ihm voll egal. Und seitdem wirst du... Steckbrieflich gesucht? Du hast es erraten. Ha! Der sieht an, ey. Was findest du daran komisch? Nichts. Eigentlich nichts. Ich stelle mir nur gerade dein verdutztes Gesicht von damals vor, mein Bester. Erspar mir deinen Spott. Ja, tut mir leid. So ist das also mit dir und Zidane. Dass du das nicht falsch verstehst, weder bewundere noch verachte ich ihn. Ich will nur seine Handlungsweise verstehen. Obwohl er Kraft hat, trägt er sie nicht zur Schau. Und er handelt nur im Einklang mit seinen Freunden. Ich möchte wissen, warum. Vielleicht war es ja das Schicksal, das euch beide wieder zusammengeführt hat. Die Pfade derer, deren Bestimmung dieselbe ist, werden sich irgendwann kreuzen. Das hat früher oft jemand zu mir gesagt. Ehrlich währt am längsten. Alles, was zählt, ist zu leben. Ja, Mann, einfach mal so ein paar Sprüche rauskloppen, das kann ich auch. So, jetzt mal kurz gucken. Okay, die zweite Runde im Turnier müssen wir auf alle Fälle jetzt spielen. Aber vielleicht vorher kurz speichern. Aber das hat ja jetzt gepasst. Das heißt, ich kann jetzt einfach weiter speichern, gell? Denn diese ATEs kann man auch verpassen.
Und wir brauchen die aber. So, wir nehmen die da. Yes, dann gehen wir in die zweite Runde. Ich hasse dieses Kartenspiel. Aber gut. Wir werden es überleben, schätze ich mal. Gerade so, gell? Am seidenen Balken des Todes. So. Runde Nummer 13.000 Milliarden gefühlt. Es gibt ja da eine Liste von weiß nicht wie vielen Kämpfern. Caligula! Caligula! So, es bleibt ja relativ gleich. Hier ist echt gut, die Karte. Er hier. Er hier. Er und Shiva. So, ich brauche eine grandiose Verteidigung mit einem Pfeil nach oben links, aber da sowas besitze ich nicht. Deswegen nehme ich die dahin. Okay, das macht aber nichts, denn dich kann ich zurückholen, indem ich den da benutze und der verliert natürlich den Kampf. Was ein Ficker. So, jetzt bist du dran, du musst die Erde retten. Oh, das war dumm. Das hätte ich nicht tun sollen. Das wiederum war gut. Ich nehme den damit, ist mir eigentlich egal. Wir müssen ja nur gewinnen. So, das war Runde 2. Glückwunsch zu eurem Sieg in Round 2. Seid ihr bereit für das Finale? Aber seht euch vor, im Finale habt ihr nur eine Chance. Keine Revanche, verloren ist verloren. Wenn ihr Nervenflattern bekommen haben solltet, so sucht euch lieber einen Mogri. Genau, das wollen wir haben. Und was habe ich jetzt da gerade gelesen? Die Wasseroberfläche ist gedeckt. Erst die auswählen, weil die verschwindet schneller. Ich hab Hunger, Mumps. Ich zog aus dem Weg, des Essens zu ergründen. Ich hab schon viele Städte seit dem Bereich, Mumps. Aber was mir einfach nicht einleuchten will, ist diese Sache mit den Gill, Mumps. Warum braucht man den Gill, um Essen zu können, Mumps? Oh, das Wasser, in dem sich das Licht spiegelt, das sieht aus wie lecker Pudding, Mumps. Aber schmeckt es auch wie lecker Pudding, wenn ich hineinspringe, Mumps? Nein, das tut es bestimmt nicht. Wenn ich hineinspringe, dann ertrinke ich bloß, Mumps. Aber ich habe solchen Hunger. So furchtbaren Hunger, Mumps. Oh, schon wieder ein Selbstmörder. Schon wieder? Wohl wieder einer, der sein ganzes Hab und Gut beim Kartenspiel verloren hat. Ja, ja, schon schlimm, wenn man keinen Ausweg mehr weiß. Gehe in Frieden. Was zum Fick, Alter? Einfach, das ist der Kreis wohl gewohnt, dass da Leute runterhupfen. Ja, kann man mal als Hobby sehen, gell? Selbstmördern zu gucken. So, hier jetzt noch die Vorahnung und das ist dann, glaube ich, auch die letzte ATE hier in dieser Gegend. Ich bin wieder da! Oho, willkommen zurück, Aiko. Na, wie gefällt dir das hübsche Trainer? Naja, so lala, würde ich mal sagen. Ich verstehe. Daheim ist es wohl immer noch am schönsten, nicht wahr? Ja, stimmt. Aber es tut schon mal gut, andere Leute zu treffen. Außer den Mogris habe ich ja sonst keine Freunde, weißt du? Nur die Mogris? Was ist denn mit deinem Volk? Ich meine die, deren Haupt auch von einem Horn gekrönt wird. Sind sie etwa alle... Ja, sie sind... Aiko jetzt ganz allein. Das tut mir leid. Also bist du die einzige noch Lebende der Esper? Warum interessieren sie sich eigentlich alle so sehr für das Horn von Aiko? Oder die Bestia? Oder die Esper? Nein, nein, es ist nur mein von Neugier getriebener Wissensdurst. Verzeih bitte die lästige Fragerei, mein Kind. Schon gut. Übrigens stimmt es, dass du der Hauslehrer von Lilly warst? Ja, das war ich. Na, dann kannst du mir bestimmt verraten, wie ich auch so eine anmutige Prinzessin wie sie werden kann. Oh, die Prinzessin war aber als Kind auch so ein kleiner Wirbelwind wie du, musst du wissen. Das heißt dann, dass Aiko auch so anmutig wird, wenn ich groß bin? Ja, aber sicher doch. Spitze! Außerdem hat Aiko ja von Lilly auch so was ganz Prinzessinnenmäßiges bekommen. Etwas Prinzessinnenmäßiges, sagst du?
Ja, Eiko hat zu dem Steinsplitter, den sie hat, noch so einen von Lilly bekommen. Und Lilly hat auch zwei. Das sind doch nicht etwa. Doch nicht etwa die vier legendären Schatzkristalle? Schatzkristalle, genau. So hat Lilly sie auch genannt. Ich verstehe. Die Kristalle, die plötzlich aus der gesamten Literatur verschwanden, wurden aufgeteilt und einer landete in Alexandria. Einer in Clara und einer in Lindblum. Und der letzte, der vierte, gelangte über die Esbahn nach Madain Sari. Warum bestand die Notwendigkeit, die Kristalle aufzuteilen und an verschiedenen Orten zu verwahren? Was geschah eigentlich damals, vor 500 Jahren? Oh, jetzt ist es mir schon wieder passiert. Tut mir leid, Eiko, aber immer wenn ich in Gedanken versinke, dann vergesse ich schnell alles um mich herum. Eiko? Mogu, sie ruft mich. Ich habe Mogu losziehen lassen, weil sie sich mit ein paar der Moglis hier treffen wollte, aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwas ist da ganz und gar nicht in Ordnung. Eiko muss sofort zu Mogu. So, das war dann jetzt auch die letzte. Das heißt, jetzt kann ich speichern. Dann könnte ich jetzt theoretisch in dieses blöde Auktionshaus gehen. Also, und diese Rotze da ersteigern. Aber jetzt machen wir erst noch schnell das Finale, ha? Eigentlich ist ja egal, ob wir gewinnen, oder? Ich glaube, es gibt da nur so einen blöden Ring als Belohnung. Und eigentlich scheiße ich drauf. Finale! Wow! Champions League! Großherzog, bitte hier entlang. Ich weiß. Aber es ist ein weiter Weg für so eine kleine Juckzirpe. Aber Herzog, so weinerlich redet doch kein Champion. Gut, dann wollen wir mal. Aha, alles nur Tarnung. Matrosin Ilin, amtierender Champion, ist bereit, am Finale teilzunehmen. Ah, wir warten schon voller Ungeduld auf euch. Bitte treten Sie doch ein. Gehen wir, Herzog. Papst, da ist eine fette Juckzirpe. Wie widerlich. Kst, kst, widerliche Juckzirpe. Krieg zurück in die Ritze, aus der du gekommen bist. Punkt, Punkt, Punkt. Entschuldigung, aber diese Juckzirpe da ist mein... Etwa dein Haustier, Champion? Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Schon gut, das passiert mir nicht das erste Mal. Bin ich neuerdings also schon dein Haustier, Zirp? Ich bin untröstlich, Herzog, aber ihr seid im Moment nun mal eben eine Juckzirpe. Erinnere mich nicht ständig daran und überhaupt bin ich der Champion hier. Ich habe dieses ganze Gezirpe langsam richtig satt. Das hat doch der Typ da gerade gehört, oder? Daher hat Elin wohl ihren Spitznamen, Elin die Juckzirpendompteurin. Aber ich dachte immer, der käme von ihren seltenen Juckzirpenkarten. Ja, die spielt Juckzirpenkarten. Was für ein fetter Spoiler. Ist aber auch eigentlich wirklich egal, was sie spielt, denn es ist mir eigentlich egal, ob ich gewinne oder verliere. Ich möchte aber natürlich, um ehrlich zu sein, schon gewinnen. Ich bin etwas verwundert, weil wirklich stark wirkt es jetzt gerade nicht. Aber wenn man natürlich Pech hat, dann ist alles stark. Nicht wahr? Ja, sicher! Ja, scheißegal, komm. Wurscht. Was für eine Überraschung, da kommt man aber auch nicht drauf, dass du der Champion warst, Elin. Es ist ja schon eine Ewigkeit her, Sidan, wie geht's? Was redest du da? Ich bin der Champion, verzirpt nochmal. Oh, welch unerwartete Freude, Großzirpe, Großherzog Sid. Respektlos wie immer. Nun ja, übrigens, was machst du hier eigentlich?
Einerseits wollte ich an diesem Turnier teilnehmen, andererseits führe ich gerade einen Testflug durch. Ein Testflug? Sehr richtig, den ersten Testflug des neuesten Luftschiffmodells der Hildegard 2. Ist das dieses neue Modell, das auch ohne Nebel fliegt? Exakt. Noch fliegt sie nur mit langsamer Geschwindigkeit, aber immerhin haben wir es bisher geschafft. Warum gerade jetzt ein Testflug? Im Augenblick mag es zwar so aussehen, als sei wieder Frieden in unserer Welt eingekehrt, aber das muss ja nicht von Dauer sein. Aber warum denn so in Sorge? Königin Garnett wird schon richten. Furchtbar! Eiko, was liegt denn an? Eine Katastrophe! Ich habe es gerade von den heimischen Muggels hier erfahren. Was ist passiert? Alexandria! Alexandria! Oh-oh-oh! Auf das morgige Glück hoffend legen sich die Menschen zur Ruhe, um im Schlummer das Unglück von heute zu verdrängen. Sich nach einem glücklichen Traum sehnen, um die qualvolle Wahrheit zu vergessen. Eine ruhige Nacht wie immer, die langen Festlichkeiten der Krönungszeremonie haben euch Bürger Alexandrias wohl ein wenig müde gemacht. Die traurige Vergangenheit mit dem Wein der Freude weggespült, um dann im Rausch auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Aber die Feier ist noch nicht zu Ende. Oh nein, sie wird erst jetzt beginnen. Seid bereit für das Fest, in dem die Flammen des Jubels Alexandria verschlingen werden. Komm her, Bahamut, und trage deiner ehemaligen Herrin dein eigens komponiertes Requiem vor. Uh-oh. Da ist er wieder, der BAM! Typ. Königin Garnett! Das ist Bahamut, oder? Beatrix, bitte ruft schnell alle zusammen. Jawohl! Eure Hoheit, alle sind bereits versammelt und erwarten euren Befehl. Wird das heute noch was oder brauchen die Herren vielleicht eine schriftliche Einladung? Dies sind schwere Zeiten für Alexandria. Reißt euch zusammen, Männer, oder soll euch Königin Garnett etwa so sehen? Stillgestanden! Eure Majestät, seid euch dessen gewiss, dass wir jeden eurer Befehle sofort in die Tat umsetzen werden. Wir alle harren eurer Instruktionen, Eure Majestät. So, Informationen sammeln. Marquardt und Kochel. Bevölkerung evakuieren. Weimar und Hagen. Verstärkung, Bayreuth und Lauda. Und die Kanonen bleiben ja nur noch zwei. So, das war optimal gelöst. Es müsste ein Item geben. Eure Majestät, wirklich ausgezeichnet! Engelsohrring erhalten! Gut, Beatrix. Und jetzt sind wir an der Reihe. Heil der Prinzessin! Gott, ich könnte mir das 5 Stunden lang anhören. Was soll ich bloß tun? Ist die hässlich, die fette Branne, Alter. Mutter, gib mir Kraft, du alte Fettsau. Ah, komm, ey. Tot.
Ja, es kann halt nur Son Goku, gell? Oh Gott, Monster in Alexandria! Oh Gott! Los, ihr zwei! Tapferen Söldner, seid ihr bereit, Beatrix? Und möge es mein Schicksal sein, heute Nacht hier zu sterben, ich bin bereit! Das ist die richtige Einstellung. Gebt euer Bestes, Beatrix, und ich versteck mich hinter euch. So, jetzt kann ich aber hier, Oh Gott, der ist Level 22. Was ein Opfer. Ich mach mal hier optimal. So. Mental-Alpha. Hahaha. Södele, Was geht bei ihr so? Darf ich hier Sachen ablegen? Oh. Nein, das wollte ich natürlich nicht. So, was ist denn das? Stärkebonus Exorzismus. So, die kriegt einen Babuta, aber dann hab ich den Spangenhelm. Haha! Pass auf. Tada! Spangenhelm. So, den rüsten wir natürlich gleich mal aus. Gut. Bam, 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 bam. So, Attacke! Wir müssen sie alle besiegen, wir müssen sie alle besiegen, wir müssen sie alle besiegen. Food. Ah. 1200. Da wird aber ein paar Level ab, ha? Der alte Steinerbob. Kann ich jetzt da Sachen sammeln? Ich weiß es nicht. Aber es geht ja im Endeffekt. Ich gehe erstmal dahin und rette da die Leute. In der Hauptstraße Steiner. Das weiß man doch, Mann. Steiner, Mann. Alter Falter. Wir kommen! Dieser dämonische Schwefelgestank, der Feind ist nah, Beatrix. Schon wieder so eine fettgeratene Juckzirpe. Habe ich noch Auto an? Was für ein langes Intro, die einfach diese Kamerafahrt ist bei manchen Gegnern einfach mal so hart überflüssig. Ja, ist egal. Hau einfach drauf. Auch wenn du in Trance bist, aber es bringt jetzt gerade einfach nichts. Die Rüstung sieht so cool aus. Sag, Alter, 3600. Ja, bist du denn der vaginale Gandalf? Weiter geht's. Ich rette diese Stadt. Haben wir dich, du elendes Höllengewürm! Steiner und Beatrix werden deine Richter sein! Gar kein Problem. Ich nehm's auch mit 15 auf, Alter. Überhaupt kein Stress für mich und meine Innereien. Ich kann leider nichts tun. Ich bin hier einfach machtlos gerade. So von der Wartezeit und so. Natürlich nochmal Feuer. Die hätten ja ruhig mal ein bisschen trainieren können, die zwei, weißt du? Statt da auf der faulen Haut zu liegen. Einer weg. Der zweite folgt gleich. Ja, egal, greif an. Das war gut, das war gut. Zack, hat einfach mal zwei Level gemacht. Sehr schön. Kann die da irgendwas eigentlich? So Heilung oder so? Alter, wie ist sie denn drauf? Sie ist halt einfach übelst Imber. Ohne Scheiß. Atomisator. Den werde ich wahrscheinlich jetzt auch gleich brauchen.
komme! Elender Dämon, jetzt geht es dir an den Kragen. Komm, na komm doch! Für Alexandria, für gar nicht da. Für mich. Natürlich muss ich lange, lange warten, bis da wieder was geht. Hau drauf! Und du auch. Nein, erster Gegner. Oh nein, ich darf sogar als erstes angreifen. Yay! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dachte, ich muss warten. Aber gut. Wieder einer weg. Weiter geht's. Beatrix hat in Ordnung. Ja, ich bin unversehrt, aber Steiner, ihr scheint verwundet zu sein. Ha, so eine kleine Fleischwunde, die spüre ich kaum. Da kommt noch einer. Ach, das ist Pille-Palle hier, dieses Kämpfen. Gar kein Problem. Aber es dauert halt, weißt du. Problem ist, es dauert. Hau drauf. Nice. Die one-hittet halt. Steiner, schneide dir mal eine Scheibe von ihrem Busen ab. Exorzismus. Sandgolem bekommen. Cool. Es sind zu viele, das hat keinen Sinn. Ich denke, wir sollten uns erst einmal ins Schloss zurückziehen. Aber so kann ich der Prinzessin nicht unter die Augen treten. Ich werde bis zum bitteren Ende für sie, für Alexandria und auch für dich, teuerste Beatrix, kämpfen. Oh, Steiner. Noch haben wir es nicht überstanden. Wenn ihr da nur rumsteht, dann ist es ja logisch, dass da nichts passiert. Ihr müsst schon die Quelle des Ganzen ausmerzen. Das ist das Geheimnis. Immer die Quelle töten. Ja. Die einzelnen Würmer sind ja gar kein Thema. Wenn dann... um eins. Wenn dann auch noch mein ATB-Balken passt, dann sind die gleich tot. Beatrix, vielleicht ist dies die letzte Gelegenheit, meine Worte an dich zu richten. Ich bin bereit zur Beförderung. Vielleicht erblicke ich dein holdes Antlitz nie wieder. Deshalb musst du wissen, was ich tief im Herzen trage. Bitte redet nicht weiter. Aber ich muss. Nein, aber wenn wir dies hier überleben, dann schenke ich euch Gehör. Natürlich überlebt ihr das. Hallo, ich steuere euch. Hallo? Zock Arena steuert euch. Der Part dauert schon wieder sehr lang. Ist der einfach in der Transe drin? Für Beatrix! Ach so, das ist sie. Und Attacke! 4000 Schaden einfach mal so ins Gesicht. Peng, voll in die Fresse. Oh, Level up für den Steinerbub. Sehr gut. Der kann's brauchen, das ist der Schwächste momentan. Oh. Ich höre Musik? Von wo kommt die nur? Etwa von oben? Moment. Du kriegst jetzt als allererstes so viele Sachen, die du lernen kannst. Aber als erstes kriegst du... Wo ist er denn, der Dunkelkristall? Den habe ich noch gar nicht. Ich depp. Oh, den gab's ja im Auktionshaus. Oh, den hätte ich holen sollen. Ich Vollidiot. Oh, wie dumm. Oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Das wäre Odin gewesen. Oh. Ja, dann kriegst du jetzt die Atmosphäre von mir aus. Okay, also da ändert sich nichts. Immer Regena ist aber auch gut. Für sie ist es optimal. Die braucht es. 10, alles klar. Verhindert Schweigen ist wichtig. Stein und Gips verhindert... Na... Das kann ich noch heilen. 10 brauche ich. So ein Mist! Immer Regener. So. Halt, ich habe ja noch 4 übrig. Die kann ich ja noch vergeben, oder? Irgendwas wird ja wohl noch gehen. Hier.
Frost und Glut. Schweigen, ne? Also kann ich doch behalten, passt doch. Optimal. Oben hat sie gesagt, gell? Ah! Oh, irgendwas stimmt da nicht. Ach so, das ist... Da darf ich einfach nicht hin, oder was? Sie ist beschränkt bewegungsfähig. Moment, gibt es hier Sachen, die ich einsammeln kann? Ich vergiss immer, dass wir den S-Rang brauchen, wa? Ich will das Spiel nicht mehrmals durchspielen, das ist Käse. Hä? Wo zum Geier muss ich hin? Ah, okay. Hier waren wir ja noch gar nicht. Hör. Na, wenn das mal nicht vorherbestimmt ist, dass ich da lang gehe. Oh oh. Und ich habe keinen Odin. Okay. Mysteriös. Also, ich weiß, dass Alexandria an sich auch eine Bestie ist. Alexandrikon oder so heißt der. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob der jetzt schon auftaucht. Wo bin ich hier? Das frage ich mich auch. Woher kommt diese Musik? Die Kuh mit dem Ghetto-Blaster auf seinem Drachen. Was tue ich hier überhaupt? Du bist da hingelatscht. Mutter. Sidan. Sidan. Nein, ich kann mich nicht immer nur auf Sidan und all die anderen verlassen. Als Königin Alexandria ist es meine Aufgabe, dieses Land zu beschützen. Okay. Dieses Schiff macht nicht gerade einen stabilen Eindruck. Da kann man nichts machen. Und überhaupt ist es kein Wunder, sollten mir in diesem Körper ein paar Konstruktionsfehler unterlaufen sein. Ein paar Konstruktionsfehler unterlaufen sein, Zirp? Was bitte soll das genau heißen? Nun ja, es ist im Moment... wie es im Moment aussieht, so rum. Können wir vom Glück reden, wenn wir es bis nach Alexandria schaffen? Geht's noch? Sieh dann! Ich glaube, mir ist ziemlich... schlecht! Fifi, hau dich in der Kajüte ein Weilchen aufs Ohr. In der Mitte des Schiffes spürst du das Schwanken nicht so sehr. Gute Idee. Oh. Verstanden. Oh oh. Eiko! Was geht's? Hat da nicht gerade was geleuchtet? Hä? Boom, Schakalaka! Lilly! Lilly? Was ist los mit Lilly? Ich hab gerade ihre Stimme gehört. Das kann ja gar nicht sein, wie auch immer, dieses Schiff. Dieses Licht. Ist es etwa das Heilige Tribunal? Das Heilige Tribunal? Faselt die, Mann. Hey, pass auf, sonst gehst du doch über Bord. Die Esper werden gerufen. Ich höre Alexander, das Heilige Tribunal einläutet. Wie geht die denn ab? Alter, die ist da einfach aufgeschumpt.
Eiko, was machst du hier? Ich war auf dem Schiff, aber dann dachte ich, deine Stimme zu hören und dann... So ist das also. Auch ich glaubte, deine Präsenz zu spüren und danach wurde mein Körper von diesem Licht umhüllt. Ja genau, dieses Licht. Lilly, dieses Licht, das ist das Licht unseres Schicksals. Das Schicksal aller Espa. Das Licht unseres Schicksals? Genau, das Licht unseres Schicksals. Dieses Licht war in den 4 Schatzkristallen eingeschlossen. Taucht dieses Licht um einen Espa herum auf, dann wird er von einer der heiligen Bestie gerufen. Lilly, wir müssen unserer Rolle als Espa gerecht werden. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Bange, mach einfach, was Alko dir sagt. Avada Kedavra. Erstmal die Hände heben. So vielleicht? Genau, und jetzt sprich Alko nach. Heiliger Schutzgott unser. Das Licht hier erlösche und die Dunkelheit komme. Heiliger Schutzgott unser. Ach so, das ist sie jetzt. Erhöre die Gebete deiner Diener. Oder auch nicht. Boah, was geht da ab? Episch! Bahamut doch nicht der Stärkste, hä? Wie wunderschön! Wirklich wunderschön! Das ist also die legendäre Bestie, Alexander. Du willst mit deinen leuchtenden Schwingen das Schloss beschützen? So ist es brav. Auf dich habe ich gewartet, Alexander. Du, der sogar größere Macht als Bahamut besitzt. Mit meiner magischen Kalesche werde ich dich willkommen heißen. Erscheine, Invincible, und hole mir Alexander. Du scheinst dir ein wenig zu viel zugemutet zu haben, Kuya. Bis zu diesem Moment habe ich dir bezüglich Gaia freie Hand gelassen. Aber ich werde es nicht dulden, dass du den wahren Sinn deiner Existenz verleugnest. Ich werde dir zeigen, mit welcher gigantischen Macht du es aufzunehmen versuchst. Und auch dir sie dann. Wer ist er denn jetzt? Aha. Was ist? Warum tust du nichts? Invincible! Hol dir die Seele Alexanders, so wie damals Bahamuts. Nicht doch etwa Garland.
Unmöglich! Sollte er sich etwa selbst auf Gaia begeben haben? Das ist schier unmöglich. Hat er meine Pläne etwa vorausgeahnt? Aber warum dann die Invincible? Er wird doch nicht... Aha, Garland. Der Ober-Ober-Ober-Ober-Böse jetzt, oder was? Juckzirpe, sit. Puh, das war ganz schön knapp. Knapp? Eigentlich wären wir ja beinahe draufgegangen, aber... Wo er recht hat, hat er recht. Wir wären um ein Haar mit dem Schiff zusammen abgestürzt. Aber nun ja, wir haben es nun mal kein anderes Schiff zu... Ja, ten. Ja, genau. Genau. Was habt ihr denn alle? Gut, das Schiff ist hinüber, aber wenigstens haben wir es halb bis nach Alexandria geschafft. Du sagst es. Aber ich steige nie wieder auf so ein Ding. Tut mir leid, Fifi. Wissen die Herrschaften, wer für Königin Garnett ist? Keine Ahnung, wir suchen sie ja auch. Ach so, das ist aber auch zu blöd. Ah ja, okay, dann rennt man halt einfach mal weg. Na, dann wollen wir Lilly doch mal suchen gehen. Und Eiko auch, nicht wahr? Ja, na sicher, Fifi, Mann.